Hi, heute haben wir uns hier versammelt, um über das Dschungelbuch zu reden. Und zwar ist der Film 1967 erschienen, hat ungefähr 80 Minuten. Wikipedia sagt was anderes, aber auf Disney Plus hat es ungefähr 80 Minuten. Und ist der letzte Film, wo Disney aktiv mit dran gearbeitet hat. Er ist eigentlich ein Jahr zuvor, 66, verstorben, aber war noch daran beteiligt an Storyboarding und so von diesem Film. Es basiert auf einem Buch von dem Autor Rudyard Kipling, was, glaube ich, ein indischer Autor ist. Das spielt ja auch im indischen Dschungel. Basiert aber nur vage auf diesem Buch, auf Motiven, stand bei Wikipedia von diesem Buch. Ich glaube, das Buch basiert bzw. besteht aus kürzeren, also Kurzgeschichten und spielt im Dschungel von Indien. Ich weiß nicht genau, worum es in dem Buch geht. Ich habe jetzt nicht genau recherchiert. Aber die Geschichte von dem Dschungelbuch, dem Film an sich, wurde komplett von Disney quasi ausgedacht. Die haben nur so ein paar kleine Teile aus dem Buch genommen und dann den Rest selber zusammen gebastelt. Dieser Film war super populär, vor allem in Deutschland auch, wegen der Musik. Ich glaube, den zwei Songs, die am größten waren und am beliebtesten sind, die mir auch am meisten im Kopf geblieben sind, ist zum einen Baloo-Song, Bare Necessities im Englischen. Ich habe es auch im Englischen geguckt. Natürlich habe ich dann die Songs trotzdem nochmal auf Deutsch gehört, weil ich sie so halt kenne aus meiner Kindheit. Probier es mal mit Gemütlichkeit, das ist im Deutschen. Und King Louis' Song, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich wäre so gern wie du oder so. Es geht darum, dass er quasi wie ein Mensch sein möchte. Und es gibt noch ein paar andere Songs, zum Beispiel die Geier singen noch einen Song, aber die sind meistens kürzer gehalten als diese beiden Songs und auch nicht so catchy und nicht so gut, würde ich sagen, wie diese beiden Songs. Ich muss sagen, ich hatte viel Nostalgie für diesen Film. Ich habe den sehr oft als Kind gesehen. Ich hatte den auf VHS-Kassette. Ich habe die Kassette, glaube ich, immer noch, auch wenn ich die schon lange nicht mehr gucken kann. Daher habe ich habe versucht, meine Erwartungen runterzuschrauben, aber trotzdem habe ich natürlich irgendwie was erwartet. Und meine Nostalgie konnte es auch befriedigen, weil ich sehr viel natürlich wiedererkannt habe. Eigentlich kannte ich den ganzen Film in- und auswendig. Ich wusste immer, was als nächstes kommt. Die Songs waren natürlich sehr präsent, vor allem in meinem Kopf. Und ich glaube, das war auch das Problem. Ich denke, 80 Minuten sind eigentlich schon kurz für einen Film. Aber es kam mir trotzdem super lang vor. In meiner Erinnerung war das halt super schnell. Eins ist aufs andere passiert und dann war der Film auch schon vorbei. Aber es kam mir relativ langsam vor. Es gab viel Leerlauf und viel Stille zwischen den Szenen. Und das fand ich nicht unbedingt gut, muss ich sagen. Es gibt viele Szenen, wo Mowgli irgendwie sauer ist und durch den indischen Dschungel wandert und man Hintergrundmusik hört. Und ich hatte das Gefühl, so eine Szene ist halt sehr oft in diesem Film drin vorgekommen. Und das hat den Film irgendwie gezogen, was unnötig gewesen wäre. Ich hätte mir viel lieber mehr Zeit am Anfang gewünscht, um quasi Mowgli als Person kennenzulernen, weil ich das Gefühl hatte, er hat keinen richtigen Charakter, aber einfach nur ein Kind, das Kind sein möchte und nicht gern zuhört, wenn Leute ihm sagen, was er zu tun hat. Und das war's. Und das hat mir nicht so richtig gereicht. Wisst ihr überhaupt, worum es geht? Ich habe immer das Gefühl, diese Disney-Filme sind so bekannt, dass wahrscheinlich alle schon wissen, worum es geht, obwohl ich ja auch nicht bei jedem weiß, worum es geht. Dschungelbuch. Es spielt im indischen Dschungel. Es geht um Mowgli, der als Baby gefunden wurde von Bagheera, dem Panther, der ihn dann zu den Wölfen gebracht hat, die ihn aufgezogen haben. Und jetzt, wo Mowgli halt quasi schon ein bisschen älter ist als Kind, soll er zurück zu den Menschen gebracht werden, weil der Tiger Shere Khan zurück in den Dschungel kommt und Menschen hasst und wahrscheinlich Mowgli umbringen wird bei der ersten Gelegenheit, die er bekommt. Und sie möchten ihn davor schützen, aber Mowgli möchte natürlich nicht sein Zuhause und seine Familie verlassen. Und die sind quasi im ganzen Film auf dem Weg zu den Menschen. Das ist quasi ein Wanderfilm, Roadtrip-Film, kann man so bezeichnen. Das Problem ist nur, man hat nie einen Bezug zu den Wünschen von Mowgli, weil man sein Zuhause an sich nicht wirklich kennt. Man weiß nicht, ob sein Tagesablauf, so wie er jetzt das mit Bagheera tut, ob das normal für ihn ist, weil Bagheera am Anfang gesagt hat, dass sie öfter zusammen spazieren gehen, aber
irgendwie weiß man ja nicht, was Spazierengehen bedeutet. Man hat auch nicht so viel seine Bande zu den Wölfen mitbekommen. Das waren nur zwei kurze Szenen und dann war das schon vorbei. Und ja, so richtig habe ich keinen emotionalen Bezug zu Mowgli gefunden und seinen Wünschen. Er kam mir eher als Erwachsene ein bisschen weinerlich vor, weil es halt ein weinerliches Kind ist. Natürlich, keiner möchte sein Zuhause verlassen, das ist verständlich, aber nicht unbedingt spaßig, immer anzugucken. Alles in allem, was mich irgendwie überrascht hat, aber eigentlich ist es logisch, kam es mir vor wie Pinocchio im Dschungel. Also Pinocchio hatte denselben Ablauf. Er hat auch keine Ahnung gehabt von der Welt. Und dann haben sie ihn einfach freigelassen und quasi gesagt, mach, was du willst. Und dann ist ja diese Grille die ganze Zeit hinter ihm hergerannt, hat immer versucht, ihn auf den richtigen Weg zu locken. Aber Pinocchio hat immer das getan, worauf er Lust hatte. Und dann hat Jiminy Cricket immer aufgegeben, weggegangen. Und dann ist er wieder zurückgekommen, weil er gespürt hat, dass Pinocchio in Gefahr ist. Ihn gerettet, ihn dann wieder versucht, auf den richtigen Weg zu führen und dann wieder aufgegeben und so weiter. Und dasselbe ist hier mit Bagheera und Mowgli passiert. Eigentlich hat versucht, Bagheera Mowgli zu leiten zu den Menschen. Aber Mowgli ist immer wieder abgehauen, weil er halt nicht weg aus dem Dschungel möchte. Und dann hat Bagheera aufgegeben und gesagt, ach, mach doch, was du willst. Und dann ist Mowgli irgendwie in Schwierigkeiten geraten. Bagheera ist zurückgekommen, hat Mowgli gerettet, hat ihn wieder auf den Weg geführt. Und dann ist Mowgli wieder abgehauen. Immer wieder dasselbe. Irgendwann ist noch Baloo dazugekommen. Also es hat auf jeden Fall mehr quasi Charaktere als in dem Film Pinocchio. Aber der Ablauf war sehr ähnlich. Nur, dass das Ende halt ein bisschen anders ist als in Pinocchio, weil Pinocchio mehr, ich würde sagen, mit Hoffnung endet, mit einem guten Ende. Und Dschungelbuch ist ja eher so ein melancholisches Ende. Und das meiste ist halt auch hier, wie in Pinocchio, Zufall. Es ist Zufall, was ihn über den Weg läuft, auf dem Weg. Es ist Zufall, in was für Schwierigkeiten Mowgli gerät, weil er halt ständig wegrennt und keinen Plan hat. Und ich weiß, was das Ziel ist. Es hat ein Ziel, es hat einen Plot, aber es hat keinen wirklichen vernünftigen Ablauf, den ich verstanden habe. Es ist halt sehr zufällig basierend. Und das ist immer Hit und Miss bei mir. Manchmal funktioniert es für mich, manchmal funktioniert es nicht so sehr für mich. Und gleichzeitig wusste ich ja, was als nächstes kommt. Ich kenne diesen Film in- und auswendig. Wie gesagt, ich wusste immer, welche Szene jetzt die nächste ist. Aber gleichzeitig hat mir halt die Hinleitung dahin nicht immer ausgereicht, weil ich gerne eine Begründung gehabt hätte, außer er ist aus Versehen in Schwierigkeiten gestolpert. Ich weiß nicht, es hat nicht so für mich funktioniert. Wundersamerweise. Ich dachte, die Nostalgie würde ganz viel wettmachen. Aber im Gegenteil, es hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass ich Nostalgie für einen Film habe, der für mich letztendlich eigentlich gar nicht so gut ist, wie ich gedacht habe, dass er gut sein würde. Und ja, deswegen würde ich den jetzt letztendlich so 3 Sterne geben. Er war okay. Die Songs haben vor allem diesen Film getragen, diese beiden ikonischen Songs, die direkt hintereinander kommen. Und dann ist der Film halb vorbei auch schon. Das Ende war so ein bisschen auch sehr zufällig. Ich hätte mir auch mehr gewünscht, dass Mowgli halt mehr getan hätte. Also er hat schon Mut bewiesen am Ende und er war auch derjenige, der den Tag quasi gerettet hat. Aber auch nur zufällig, weil er über die Lösung gestolpert ist. Was auch ein bisschen schade ist. Ich hätte mir mehr Charakter von ihm gewünscht. Mehr Initiative, mehr... Irgendwie, er kann was, anstatt ständig hilflos zu sein und nur von anderen gerettet zu werden und dann über die Lösung zu stolpern. Diese ganze Affenszene nach King Louis' Song hat mich super an Tom und Jerry erinnert. Sogar 1:1. Ich hätte fast gesagt, dass die irgendwie Animationen übereinander gelegt werden können und okay, die sind andere Tiere, aber es sieht halt exakt gleich aus, wie Tom und Jerry manchmal miteinander machen. Und hin und her rennen und Sachen kaputt machen. Und kennt ihr diese Szene, wo der eine halt irgendwas in den Händen hält und vor dem anderen wegläuft und dann gerade nicht hinguckt, weil er nach hinten guckt und dann nimmt das jemand aus seinen Händen raus, also Jerry zum Beispiel, und dann läuft er in die andere Richtung und dann, ihr kennt die Szene, glaube ich. Ich denke mal, ich blende hier Bilder ein oder so, falls ich davon finde. Und das ist 1:1 auch hier gewesen. Ich glaube, das war so typisch. Eine typische Szene aus Kinderserien oder Filmen zu der Zeit. Von daher würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, das eine hat das andere kopiert. Aber es sah schon sehr, sehr ähnlich aus. Was ich nicht so richtig verstanden habe, war, warum jeder Mowgli mochte. Sollten nicht
Also ich verstehe nicht, warum Shere Khan der Tiger der einzige war, obwohl er der tödlichste von allen war, der Angst vor Menschen hatte. Sollten nicht eigentlich alle Dschungeltiere quasi Angst vor Menschen haben? Ich verstehe schon, wenn diejenigen, die mit ihm aufgewachsen sind und ihn seit Baby aus kennen, nicht Angst vor ihm haben. Aber wenn er andere Tiere zum ersten Mal in diesem Film trifft, hat keiner Angst vor ihm. Weder die Elefanten noch die Geier noch irgendwer. Stattdessen wollen alle ihn irgendwie dabei haben in ihrer Truppe. Warum auch immer, weil er eigentlich nichts kann und ihnen nicht hilft. Aber trotzdem mag ihn jeder sofort. Ich verstehe es nicht. Den einzigen, den ich tatsächlich verstanden habe, war König Louis. Der dachte, er ist halt Mensch und er kann Menschensachen und ich möchte auch Menschensachen können. Und ja, das habe ich verstanden. Aber alles andere nicht so richtig. Das war meine Meinung zu diesem Film. Leider irgendwie enttäuschend. Irgendwie schade. Wirklich schade. Naja, was ist eure Meinung zu diesem Film? Habt ihr ihn auch in letzter Zeit mal wieder gesehen oder habt ihr ihn überhaupt noch nie gesehen? Gibt es so viele Leute in Deutschland, die das Dschungelbuch noch nie gesehen haben? Ich habe das Gefühl, das ist einer der beliebtesten Disney-Filme, zu meiner Kindheit zumindest, in Deutschland gewesen. Wie gesagt, steht hier auch auf Wikipedia. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich habe übrigens noch einen Disney-Film gesehen. Das kommt jetzt auch bald.